Hallo und willkommen zu, ich weiß nicht, ob Rusty Lake oder Cube Escape, ich glaube Rusty Lake Underground Blossom, ein neuer Teil. Relativ neu, ich glaube vor ein paar Wochen raus. Ist Cube Escape. Du bist bestimmt da ist jemand drin. Cube befreien. Da rappelt's aber im Karton. Wir sind wieder zurück, die Buben sind in der Rusty Lake Reihe. Boah, sag mal, was ist das für ein Regler? Der langsamste Regler, den ich je gesehen habe. Wieso skaliert das mit dem... Oh Gott. Der will nicht so recht. Das skaliert mit dem Bildschirmrand, oder? Hättest du ganz nach links gemacht, wäre es auf null. Wahrscheinlich. Hast du schon mal eine Underground Blossoms gesehen? Nee. Nö. Aber, also Blüten im Untergrund, meinst du? Ja. Ich habe schon mal... Hast du einen Koffer hier liegen? Ich habe die Rothaarige von den Powerpuff Girls schon mal untergrund. Oh shit. Was ist das ein lautes Spiel? Ja, es ist ziemlich laut. Die Rothaarige von den Powerpuff Girls, die war schon mal im Untergrund. Da wird schon stimmen, ist so ein bisschen lauter, das pendelt sich schon ein. Läuft ja keine Musik die ganze Zeit über. Und was denn doch? Und es ist Rusty Lake. Tut ja laut. Es ist immer noch wirklich laut. Was ist das denn so laut? Hast du gerade diesen Hall gehört? Dieses Bumm. So, jetzt geht das Ganze, okay. Ah. Es geht wieder los. Okay, jetzt aber richtig. Jetzt ein bisschen zu leise, aber das machen wir später. Haben wir eine Kapuze auf oder machen wir mit links und rechts diese Balken? Stilistische Entscheidung, gehört zur Art Direction Fully. Achso. Vegan Allee. Ausstieg Vegan Allee. Schreibt mal zur Fahrtseite links. Allee. Was? Du denkst eine an Straße, Aale. Viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Wir sind noch keine 2 Minuten im Video und du singst. Das ist meine Aufgabe. Hallo. Hi, Lady. Hübsches Baby. Ich mach mal den Koffer auf. Überall liegen die Koffer rum. Mal. Siebenstein. Yo, die Motte. Oh nein, das ist Achievement. Oh, du hast sie einfach aufgemacht. So, oh, du spielst im PK, oder? Die Streichhölzer waren sehr klein. Boah, ja, Fernglas. Manche Objekte kannst du ziehen. Wie kannst du wieder ein Edit machen, wie du das Real Life. Okay, das vielleicht nicht. Was? Geh dem Baby keine Streichhölzer. Ich will es an. Nee, ich will ihm Streichhölzer geben. Du hast die Streichhölzer noch ausgewählt. Kannst du doch hier einfach die Decke wegziehen, das ist kalt hier. Ich kann dir aber auch nicht mehr, naja. Okay, dann ist das. Kümmerst du dich drum? I'm glad you're here. Ja, ich das auch. Das Baby hat relativ rosige Haut, aber sie ist komplett weiß. Sie ist überarbeitet. Ist aus Holland, ist ein bisschen blass. Das sieht nicht holländisch aus. Jo. Okay, das. Ja, bei Rusty Lake sind alle immer aus Holland. Und zufällig richtig gemacht. Stark. Nee. Nee. I'm glad you're here. Hi. Hier willst du. This is my daughter Laura. Nee, ist es Hallo, nicht. Laura. Achso, ja. Please take care of her. Was? Sie redet generell gerade nicht über deinen Gegenstand. Warum sollen wir uns um deine Tochter kümmern? Vielleicht sind wir der Vater oder der... Nee, dann hätte er gesagt, kümmere dich um unsere... Sie hätte gesagt, kümmere dich um unsere Tochter. Wollen wir das auf nicht um meine. Machen und dem Baby die Flasche geben? Wieso connecten die Linien hier nicht? Wie hat er das gezeichnet, dass... Gewinnen sie eine Reise nach Rusty Lake. Wollen wir das spielen? Fliesen immer so... Oh, direkt leer gesaugt! Das ist mein Junge! Hat aber Durst. Der hat richtig einen Zug drauf. Das ist ein Mädchen. Das hat doch gesagt. Das ist mein Junge. Auf eins, hat aber Durst. Da kommt die Zigarre rein. Und wenn die dann fertig ist, dann gebe ich die meinem Jungen. Und die macht auch in einem Zug weg. Aber nicht auf Luke, willst du ja keinen Durchfall kriegen. Oh, mit der Säge kann es bestimmt auch. Geh nicht zum Bibi. Geh nicht zum Bibi mit der Säge, Moggy, bitte nicht. Oh nein, da kann man aufsägen. Kannst du aufsägen? Ja, siehst du die kleine. Die eine Lücke? Da. Die eine kaputte da unten. Ja, gibt's den. Jo! Aber wir brauchen jetzt irgendwas Langes, um daran zu. Easy, wir sind ja jetzt schon durch mit dem Spiel. Wir blitzen durch wie Schmitz Katze. Verpasst. Also weggekickt. Läuft die Uhr weiter? Warten, nee, die bleibt stehen, oder? Johnny, kannst du mir 10 Cent leihen? Damit wir uns hier aufhalten können. So, ich bin blank. Da kann man ein Ticket kaufen. Vielleicht ist im Mülleimer was. Also,
am Bahnsteig darf man sich halt nicht aufhalten, wenn man keinen gültigen Fahrschein hat. Und deswegen kann man zumindest am Hamburger Hauptbahnhof tatsächlich für 10 Cent Tuch. Ein Bahnsteigticket kaufen. Tuch. Du kannst mit nichts fahren. Plötzlich so laut. Aber du darfst dich da aufhalten. Ich? Ah. Hallo. Lady? Wer ist das denn? Fully ist im Geltungstram, Johnny ist im Geltungstram-Modus übergestiegen. Ich merke das schon. Hätte er mir mal meine Referenz erklärt, hä? Kannst du mit der Stange einfach auf den Tisch klopfen? Das ist der Performance-Modus hier gerade, Maeve. Ich arbeite. Es hat geklappt. Oh Gott. Tatsächlich? Ticket to the next station. Ja. Siehst du? Wir brauchen Shit, ich hab keine Münze. Lauf! Den hat das Baby was. Die Klammer. Yeah. Ja. Oha. Buch mit der Decke. Nein, okay. Oh nein. Oh, es ist durchgeschnitten. Ja, es ist aber ein großer Junge. Scheiße, der neue Adventure. Ihm ist der Mutter, Bündel. Die kümmert sich darum, oder? Die Milch ist direkt mittendurch. Ich auch. Naja. Oh, die Windel kannst du der Ticketverkäuferin reinschmeißen. So ein kleiner Baby, Popo. Was soll der schon verbrauchen? Da ist auch ein Stück Braunes drin. Oh, können wir die... Genial. Können wir Items kombinieren und die Windel können wir die Windel da reinstopfen? Wir können keine Items kombinieren. Können wir mit der Windel bezahlen? Außerdem, warum willst du die Windel anzünden? Weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir irgendwo Feuer. Damit wir gratis... Wir sind am Bahnhof, Fully. Warum willst du hier ein Feuer machen? Damit wir mit dem Zug fahren können. Nur warum sollte der Zug fahren, wenn es brennt? Der fährt dann gar nicht mehr. Weißt du nicht, wie den Lokomotiv... In den Müll damit! Yo! Yes. Und jetzt riecht's hier wie am Hauptbahnhof! Decke und zu! Nein, Decke auflassen, wir sind am Bahnhof! Du musst die Mülltonne anzünden! Jetzt anzünden! Ja, anzünden! Ich bin was auf der Spur! Ich wusste es! Ja, und jetzt erklären wir Moggy nochmal, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Oh, guck mal da, du hast einen Spachtel. Shit! Warum ist die Mülltonne? Wie hat der hölzerne Griff überlebt? Welche Temperatur hat diese brennende Windel erreicht? Ich glaube eher, das war ein Gas da eben. Da waren Gase, die haben das nicht ertragen. Ja, mit dem Spachtel können wir das Bild aufmachen, ach, oder? Wieso ist das da immer noch so dreckig? Ne, weil es niemand sauber gemacht hat. Oh. So, das war eine Lücke. Die Zukunft wird kommen. Aha. So. Ja. Fully merkt das. Schon mal? Okay. Ja, das, Hut, das haben wir noch im Kopf. Krummes Teil und D. Ja, das kriegst du hin. Ja, ja. Das? Nein. Nur die Hut, krummes Teil und D. Jetzt doch. Ja. Ding dong. Nein, wir sind sehr sauer. Oh. 10.15 Uhr. Viertel nach 10. Das akademische Viertel wieder für Johnny. Ich war heute nicht zu spät. Ich war bloß im falschen Hörsaal. Das stimmt. Der einzige Grund, warum du nicht zu spät warst, ist, weil du nicht zu Hause bist und nichts zu tun hast. Ja. Ich bin immer sehr viel produktiver, wenn ich nicht zu Hause bin, tatsächlich. Ticket, please. Kann ich ein bisschen Geld? Ich greif da mal rein, wenn das okay ist. Erstmal die Münze auf. Einmal die Münze ihm abgezogen. Alles klar. Oh, jetzt mit der Münze kannst du dir eine Fahrkarte kaufen. Dann nehmen sie wohl also einfach meine Münze. Na gut. Funktioniert das so? Hat alles gesehen. Klar. Ticket to the next station. Yeah. One coin, please. Ja, eine Münze macht das. There you go. Eine Münze. Wir haben eine Münze und einen Geldschein. Danke, Schaffner. Aber hätte ich viel lieber drei. Ich kann einfach nicht von seiner Tasche weggehen. Du hättest mir dieses Ticket so in die Tasche geschickt und mal so raufgeklopft, so zweimal so klack, klack. Finde ich. Entwertet. Have a nice journey. Danke. Dankeschön. Er guckt so. Tschüss. Viel Spaß mit deinem Baby noch. Der hat so eine Rollerblättschuhe. Wir sollen uns drum kümmern. Das liegt da. Ja, da ist was. Wir haben uns drum gekümmert. Wir haben uns gewickelt. Das ist ein Schmetterling. Wir haben nicht mal den Wagen sauber gemacht. Der ist jetzt voll mit, Ja, aber gewickelt haben wir es. Wir haben uns gefüttert. Wir haben es auch gefüttert und wir haben es an der frischen Luft gelassen. War schon ganz verschwitzt. Kinder. Das heißt ja frische Luft. Wir sind unterm Bahnhof. Ja, wir haben. Das ist wirklich der Schmetterling. Meint ihr, das Kind wird immer älter jetzt? Jetzt haben wir ein Kind, dann später ein jugendlicher Platz, Erwachsenenplatz, Opa-Platz. Du hast vollkommen recht. Oh, warte, kennen wir die nicht? Bestimmt von irgendeinem Teil. Oh, das ist die Ehefrau in einem der Teile, oder? Die auch stirbt?
Sterben alle irgendwie. Die sind alle irgendwie. Ja, wir wissen auf jeden Fall noch Bescheid. Wir erinnern uns. Das da oben sind Schieberätsel. Oh, wir reisen in der Zeit. Schon wieder. Es ist wirklich Laura. Also in the years to come. Jetzt ist sie auch blass und müde geworden. Yeah, so sieht's doch aus. Hat die Mutter gerade quasi angedeutet, dass sie in den nächsten Stationen nicht mehr da sein wird, weil sie sterben wird? Morgan, ja. Du musst schon wieder singen. Nein, nicht singen. Johnny, untersteh dich. Telefon. I want candy. Dum, 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 dum. We want candy. Ich kannte den Text nicht, tut mir leid. Ja. Da sehe ich mich. Urlaub von klein nach groß. Das klingt nach Rätsel. Oh mein Gott, ist Jonathan. Stehe von Johnny. Klein nach groß. Nee, das sind keine Alten. Wann geht's nach Ägypten in den Urlaub? Wieso, weil dein Hut auf hat? Zeitung. Nein, weil du in den Urlaub fährst. Ich war noch nie in Ägypten. Tschüss, Herr Schaffner. Deswegen sag ich ja, wann geht's nach Ägypten? Kannst du die Oberschicht wieder umstellen da oben, ne? Das heißt, das ist wahrscheinlich immer der Weg. Nee. Anklicken. Kennt ihr den Geruch von den so kennen wir. Bahnstation? Also nicht den, sondern die Statue. Kennt ihr das, wenn die Bahnstation so richtig gut riecht und nicht nach Pisse? Any news? Irgendwas Neues? Oh, er will die Zeit, okay. er will die Zeitung haben. Der ist daran interessiert. Mr. Owl. Den kennen wir aus Rusty Lake. How many licks does it take to get to the Tootsie Roll Center of a Tootsie Pop? Plakat. Das weißt du, wo das hinkommt? Meinst du? Jetzt wird gerollt. No. Lächeln. Jetzt lächeln. Wir brauchen den Kaugummi auf dem einen Teil. Das können wir mit dem Spachtel abmachen. Was für ein Kaugummi? Kaugummi ab. Den hast du sogar angeklickt. Weiter. Welcher Kaugummi? Da. Ach, das ist ein Kaugummi? Das ist ein Kaugummi. Hab ich auch nicht erkannt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Hebel. Ich dachte, das wäre so. Irgendwas, was man an. Was ein Griff oder so, um das aufzumachen. Das ist ein Edelstein. Wirklich? Nee, habe ich gerade erfunden. Ich dachte mir, ich lüge euch jetzt ein bisschen an. Warum tust du das sowas? Das denke ich mir immer. Vielleicht geht's doch mit seinem Kaugummi. Ich weiß, was wir damit machen. Der muss klebrig werden. Hey, kleines Mädchen. Ich will ein bisschen Candy. Nicht runterschlucken, Kleine. Ich hab keine Spachtel, aber kann ich. Okay, danke, Counter Kaugummi. Passt schon. Und tatsächlich, wir müssen ihn nur nass machen und jetzt können wir es dahin machen. Ich bin. Yeah. Oh. Ich hoffe, der. Ich wollte gerade sagen, ich kann gut auf Kinder aufpassen. Dann habe ich gesehen, als ich den Bildschirm verlassen habe, dass es weg ist. Naja. Moggi, wo ist das Mädchen? Was hast du mit dem Mädchen gemacht, Moggi? Ich hab nicht aufgepasst. Zwischen 12 und mittags. Sie hat den Kaugummi verschluckt, siehst du. Oh. Strahlende Augen. Lächeln. Strahlende Augen. Neues Armband. Ah. Neue Frisur. Große Augen. Oh Gott. Wir machen ja ein bisschen Photoshop. Überraschung. Das vergeht wahrscheinlich. Oh Gott, bam! Das neue Album. 53114. Ja, 53. Nee, das war George Michael selbst. Da haben wir auch einen Coach. Oh, da war das Mädchen. Wham. Any news? Ja, da war ein Mädchen hinter dir. Vielleicht was Neues. Ich hab sie gesehen. Da war sie wieder, ja. Ah, okay, können wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Merkt ihr die Telefonnummer? Bisschen wie Hockey, oder? Ich kann sagen, ein bisschen wie Johnny. Aber, ja, stimmt. Ah, wir passen aber auf Hockey trifft das jetzt besser. Wir passen auf Hockey auf, stimmt. Oh nein. Nicht der blaue. Hockey-Moment. Ah, ich sehe die Fenster, die Abfolge von den Tickets da. Oh, was hast du da? Hast du das geklaut? Ach so. Ach, gefunden. Gefunden. Von dem Fenster. Glasplatte. Jetzt stehst du einfach so da. Hier ist eine Säge. Spiel damit. Hab Spaß. Gib mir die Stange. Kann sie mal verprügeln. Kinder haben immer Spaß mit so stockartigen Dingen. Oh Gott. Aber warte mal, sind das einfach die fertigen Bilder? Ich glaube, woanders hat man noch andere, oder? Irgendwo hat es doch eins gefehlt. Das hier ist doch ganz. Das passt hier nicht. Ja, ich glaube, das ist ganz. Oder? Oh, ja, okay. Genau. Da fehlt hier ein passt das, ja. So, und jetzt muss man puzzeln. Kann man es ja nicht. Nee, gut. Also, okay, das ist einfacher. Cool. Stopp, das war schon richtig. Ja.
Der möge ja. Der Schaft. Das war schon richtig, sagt Johnny, aber es war ganz richtig. War richtig, natürlich. Es ist wieder falsch jetzt. Warum ist jetzt? Der möge der. Oh ja, die Seite schon. Ist falsch. Ja. Ah, doch, ja, nee, stimmt. Okay, die, wenn die sich nach links um. Ja, okay, dann schon. Ich dachte, die dreht sich auch, es dreht sich auch nach oben. Aber einfach ein bisschen durchprobieren, jedes Mal die falsch, alle falschen Richtungen durchgehen und dann. Ich das der Möge, der schafft das schon. Du machst es schon ganz gut. Das ist richtig. Sag ich doch. Ja. Oh, ja. Stark. Ja. Ja. Und? Ja. Jetzt das Gute da wahrscheinlich, ja. Und dann rechts ganz rechts. Rechts da, ja. Nein! Nice. Es wird gekurbelt! Alter, links fehlt eh noch ein Teil. Ja. Hatten wir nicht schon was gesehen? Hast du das Kurbel? Eine Kurbel? Das da, ja. Beim Zeitungsding, ah. Jetzt haben wir die News für den Typen. Ja, any stimmt. News? Fotoservice. Ja, den haben wir schon gemacht. Haben wir? Ja, da kam Wham bei raus. Hier ist eine Zeitung. Hockey. Eindeutig Hockey. Ja. Daily Fabrik News, geöffnet. Meine Lieblingszeitung. Geburtstagsmassaker, oh! Oh nein! Hotelrenovierung, Koffer, ich erinnere mich hier ran. Ja, die Urlaubszeit, ich erinnere mich auch noch. Ja. Hotelrenovierung, erinnere mich auch. Geburtstagsmassaker, erinnert man sich. Und das hat mir auch noch, da erinnere ich mich auch noch an das Fenster. Ja, genau. Ja, das war eben ja. So, das war eben so Gemälden von Van Gogh. Und alt hat nicht. Hm. Warum ist das hier? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis, oder? Auf das, den Typen, no. Der Urlaub. Na, das ist das Urlaubsbild halt, ne? Und wenn der Hund nicht alt hat, war dann Hund. Warte mal, können wir jetzt. Kannst du ihm jetzt was aus der Tasche ziehen? Von klein nach groß. Stimmt, seine Tasche bewacht. Ja, wir wollten ihn hier ablenken. Ja. Ja, ja. Ach, shit. Das ist die Tasche leider hinter dem. Hallo? Hinter würden Sie bitte lesen? Lesen Sie Ihre scheiß Zeitung, Sir. Oh, du musst. Oh. Oh. Man muss das sortieren. Geburtstagsmassaker ist da oben. Ja, stimmt, das ergibt ja Sinn. Das war ja alles völliger Schwachsinn hier. Neue U-Bahn-Station. Fabrik, ja, eröffnet. Fabrik eröffnet. Hotelrenovierung. Das ist wahrscheinlich Urlaubszeit. Yeah, ja, easy. Genau. Oh, jetzt das ist eine Zeitung, Freunde. Jetzt krieg ich ganz Zeitung schmökern. Jetzt kann ich sie endlich lesen. Jetzt Geld. Die Titel stimmen. Damit könnte man, die könnte man gegen Waren oder Dienstleistungen eintauschen, die Münze. Das ist korrekt. Was für eine Dienstleistung hast du denn anzubieten? Foto zum Beispiel. Haben wir uns mal den Ticket. Ich will Laura die Münze haben. Die kann doch nicht mit Geld umgehen. Nein, wir werden uns damit ein Ticket kaufen, denke ich. Ja, deswegen sage ich ja, wir haben dort einen Ticketautomaten. Haben wir? Haben wir. Der ist doch, Ach da, ja, stimmt, haben wir wirklich. Ja. Ich weiß nicht, ob der einen Münzeinwurf hat, ehrlich gesagt. Ja, wir haben uns den vorher noch nicht angeguckt, deswegen. Die Fenster haben diese Position, das können wir, glaube ich, lösen. Irgendwann ist das bestimmt mal die richtige Lösung, Moggy. Wir können das lösen, glaube ich. Ich wollte schauen, was passiert, wenn ich die alle. Leute! Das mache ich aber auch immer. Wisst ihr, wie das geht? Nein. Ich schon. Denke okay, ich. Das ist eine Vermutung. In den Fenstern sind diese Symbole halt an den Positionen, das müssen wir uns, denke ich, merken. Ja, genau. Ah ja, Tatsache. Aber wobei die Positionen sind. Dreieck, Kreis, das wird dann aber zweimal ganz gut. Ja, das wird. Ja, ist nee, zweimal. Nee, warte mal. Nein, die Felder, die gelben Felder. Ah, nicht die gelben Felder da drüber, ja klar. Drei das heißt, die mittleren Felder und die Diagonalen brauchen wir. Ah ja. Siehst du die gelben Felder, Moment? Stimmt, ja. In der Mitte. Wie kommen wir, wie erklären wir uns Minus Raute und die das andere? Da, wir brauchen noch zwei Sachen. Andere Seite im Bahnhof. Speichert der, wenn wir was da reinpacken, eigentlich schon? Also könnte man da schon was auf. Hier nicht. Nee. Da. Hier. Ja, genau. Und minus die beiden außen? Also. Nur das in der Mitte. Nur die Mitte alle und äußeren. Die Diagonalen. Genau. Ja. Wir machen eine 5, eine Augenzahl 5. Na, yeah. Einfach so. Dankeschön. Gratis. Ja, das ist ein sehr schlechtes System, möchte ich anmerken. Das ist korrekt. Also da stehen die Leute lange an. Jeden Morgen. Ah, wie war die Gleichung nochmal? Fenster haben sich schon wieder verändert. Problem ist, dass wir gerade kein. Ja, shit. Ich meine, man könnte. Ach, uns fehlt hier ein Zeiger. Es geht mir auf den Zeiger, dass der hier fehlt. Guter Gedanke. Scheibenkleister. Wofür ist denn das Ticket? Vielleicht ist das gar nicht für den Zug. Doch klar, es ist vielleicht ist es ein Auge,
Für Mr. Owl. Willst du den Kopf absägen? Nein, schade. Wir haben die Münze nicht verwendet. Jebediah Simpson. Hat wir da unten was? Da können wir auch was einsetzen, wahrscheinlich. Oder ist es einfach nur ein Flock? Flock. Können wir ihr die Münze geben, wie viel die haben? Hast du Geld? Hast du eine Münze? Ja, oder das Ticket. Aber was hat die in der Tasche? Vielleicht kann man ihre Tasche anklicken? Nee, das Ticket brauchen wir schon. Nee. Die will nicht mit uns interagieren. Vielleicht müssen wir tatsächlich mit die Münze für ein Telefon benutzen. Das ist das Telefon. Bild. Okay, kann ich nicht. Oh, oder ist Telefon kommen wir nicht rein, nee. Wir haben keinen Schraubenzieher. Wir haben nur eine Stange. Die Münze als Schraubendreher benutzen. Nicht beim Schloss, das sondern... Stimmt, das geht, ja. Bei diesem Tresor. Bei dem Blech. Warte, wo? Links. Ah, da wo das Kaugummi war. Das ist rechts. Ich dachte mir, wenn ich weit genug nach rechts komme, dann kommen wir auch links raus. Ja, aber nee, ich befürchte es. Aber das sind Muttern. Nee, nee. Ja, die haben keinen Schlitz. Ja, es sind mehr Muttern hier in dem Bildschirm. Was machst du eigentlich? Ja, dachte ich mir. Bist du Münze essen? Nam nam. Findet sie bäh. Ticket haben wir auch noch nicht gegeben. Ah, wait, was ist denn jetzt? Oh, aha. Ah, Sir, sind sie dumm? Zu groß. Oh, von klein nach groß. Was? Nach dem Drink? Zählt der Hut? Oh, okay. Dann das Kamel? Nein, das Kamel. Flugzeug, nee, Pyramide, Sonne. Nein, Mogi hat schon richtig Riecher, dass er jetzt den Mensch machen wollte vom Kamel. Ja. Da freut er sich. Ein charmantes Lächeln. So. Ich mag ihn nicht. Jetzt aber. Jetzt haben wir den Schlüssel zum Sieg. Entschuldigung, ich muss kurz. Anrufen. Zum Glück hat Fuli die Nummer aufgeschrieben. Wir haben nämlich keine Zeit zu verlieren. 53114. Ich glaube, wie viele Kinder das. Oh Gott. Oh, die Musik, ey. Anders also, umdrehen, oder? Ja. Erstmal bezahlen, andersrum. Mein Freund. Ach, ich muss erst zahlen. Ah. Wollte sagen, was glaube ich, wie viele Kids das spielen und dann nicht wissen, wie man das Telefon bedient. Und dann bin ich dabei gescheit, das Telefon zu bedienen. Oh Gott, das muss ich bedienen hier. Ja. Ah, jetzt. Ja, Mogi. Warte, das ist doch nicht. Hä? Doch, so rum, oder? Ja, ist richtig. Ja. 5? So? Ja. Okay. Dann die 3. Ist auch ein paar Tage her, muss ich gestehen. Meine Uroma hatte das immer. Und 4. Wir hatten mal aus irgendwelchen Gründen für ein, zwei Jahre so eins. Ich weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich, weil wir es irgendwo noch rumliegen hatten und haben es verwendet. Oh Gott. Okay. Okay. Die Mutter, ich will sie holen. Och nö. Och nö. Hast du gerade einen Killer auf sie angesetzt? Maeve, ist das wieder auf deinen Mist gewachsen mit den ganzen True Crime Twitter Posts? Maeve mit seiner Mordlust. Sie weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid, oh. Man, schau dem Vogel in die Augen. Das mache ich. Ich würde sagen, das wurde rückwärts aufgenommen. Das Spiel gecrashed. Mr. Owl in die Augen gucken. Ich habe vorhin erzählt, dass ich auf Twitter einmal auf so einen komischen Beitrag geklickt habe mit irgendwelchen Crime-Szenen und jetzt kriege ich nur noch sowas. Ja, morgen kriegen wir noch Vulkane. Ah, ist ein bisschen offen, oder? Die Stange. Ja, mit der klar. Stange. Es wird gehebelt. Hebel. Yeah. Das ist jetzt die Kombination. Die Stange lassen wir einfach liegen. Das Tatwerkzeug. Brauchen wir nicht mehr. Also, nur in eine Richtung. Ich dachte, das kann man immer in beide. Kann man auch. Ja, dafür ist auch, auch so üblich, aber hier nicht. Oder du warst zu schlecht. Klick. Wir haben die Millionen. Bist du schon? Wir haben die Millionen. Die Uhr muss zurückgehen. Ja. Eine Kamera! Jetzt können wir den Fotoservice machen. Oh ja, yeah. Jetzt wird ein Foto gemacht, Freunde. Oder nicht. Vielleicht fotografieren wir die Frau und damit erschießen wir sie. Oh, oder du erschießt sie. Oh nein. Ich bin wieder so ein Schatten, oder? Ja, bestimmt. Kannst du so viel machen, wie du willst? Kann auch sein, dass wir uns gar nicht sehen auf den Bildern dann. Nee, wir werden es vielleicht am Ende dann sehen oder so. Wahrscheinlich, ja. Uns fehlt immer noch ein Puzzle-Piece. Hm. Seht mal. Oh.
Was hast du gesehen? Hockey, was ist los? Oder ist bloß das Licht ausgegangen? Eigentlich nicht, die Lampe. Der lässt sich nicht beeindrucken. Jetzt geht das Spiel wieder in die Rusty Lake. Oh. 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 Er holt sie. Ja, er holt sie. Sie muss mit mir kommen. Tja, da kann man nichts machen, Lady. Würde dir sagen, das wurde rückwärts aufgenommen? Er ist nicht rückwärts, der redet sehr langsam. Du kannst verstehen, was er sagt. Das wurde rückwärts aufgenommen und dann halt... Ups. Ja, nun, so spät schon, dann muss ich wohl... Ciao! Der Zug fährt leider. Oh, die Tasche. Tja, wir haben sie nicht mehr gestohlen. Ciao, Mom. Nice. Alter, ein Schraubendreher, als hätte ich es gewusst. Mein lieber Freund. Ich wünschte, ich hätte sie nicht verlassen müssen. Ich liebe meine Tochter über alles. Aber ich weiß, dass wir eigene Wege gehen müssen. Bitte pass auf diese Uhr auf. Sie wird sie in Zukunft beschützen. Rose. Ah, Rose. Von Rose haben wir gehört. Ja. Nicht Rose. Ja, die Uhr wird dann... Das hat auch bestimmt der Schädel geschrieben. Das war gar nicht ihr Brief. Oh. Sie hat keine Lust mehr. Nee. Das war jetzt zu gruselig. Hier ist eine Uhr. Nein? Okay. Nein. Du sollst das vielleicht aufhebeln. Aber es ist deine Uhr. Er bleibt einfach in der Statue. Entwickeln wir den Film. Dafür brauche ich bitte absolute Dunkelheit. Kurbel. 20 Minuten? 20 Minuten, das kriegen wir hin. Ich gehe kurz was essen. Mindestens 20 Minuten. 20? Mindestens. Das waren 40. Und hat's geschmeckt, Johnny? Aha. Ja, ich habe das hat sie gesehen. Wir sind natürlich in Schatten. Oh ja, okay. Das ist die Uhrzeit, die wir brauchen. 5 nach 4. Was ist das? Das ist Mr. Parrot. Mr. Ja, der da oben drauf. Oder Crow? Nee, Parrot. Sind wir der Vogel? Sehe ich mich aus wie ein Rabe? Ja, stimmt. Wir waren schon mal da. Oh, ja. Wir sind der Papagei. Wieso denn wir? Oder Adler. Oder, keine Ahnung, wer noch so einen Schnabel hat. Ja, wir brauchen halt nur die Zeit. 5 nach 4. Das Problem ist, wir brauchen da noch einen Zeiger. Ja. Stimmt. Das geht mir richtig auf. Naja, ihr wisst schon. Nein, jetzt haben wir noch das eine Teil, was wir jetzt aufschrauben können. Was können wir aufschrauben? Da, wo das Kaugummi war. Da. Warum sollten wir das aufschrauben können? Nicht. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn! Das ist so ein Schwachsinn. Da hätte sie einfach nur einen Strich durchmachen müssen und das wäre unmissverständlich. Ja, hätten wir auch die Münze nehmen können. Das ist das Problem mit der Münze. Aber vielleicht ist das so einer, Moment, der... Moment, nee, ach, war okay, der ist so schlecht... ich verstehe. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Alles in Ordnung. Glasplatte, das ist die letzte Glasplatte. Ich dachte, da wäre sowas, so eine Folie, die man erst abziehen muss, aber nee. Ja, das habe ich. Sagen wir mal so rum. Schauen ihn schon wieder. Naja... Immer wenn Johnny sagt, das sieht richtig aus, dann ist es doch nicht richtig. Wenn du noch einmal weiter drückst, dann passt es besser irgendwie. Nee, ich meinte das Rechte. Das passt beides. Beides. So, nee, so passt. So passt es nicht mehr. Wissen, doch klar, es passt jetzt mit dem rechts zusammen. Da musst du unten links auch nochmal spiegeln. Ja, genau. Ja, ist gar kein Problem. Sportsfreunde. Wir können uns eh daran orientieren, wie das unten aussieht. Sportsfreunde? Bin ich dein Sportsfreund, mein Kumpel? Das werden wir schon sehen. Warum funktioniert das nicht immer mit dem Flippen? Da flippe ich aus. Ich glaube, du gehst nicht vor. Ich glaube, das switcht immer nur durch. Ja, ich glaube, du musst einfach mehrfach immer klicken. Das ist unser Lieblingshotel. Das Rusty Lake Hotel? Ja. Ziemlich oxidierend. Ah, fuck. Nee, so rum. Nee, warte. So. So, ja. Sehr gut. Ich schaff das. Ziehst du immer in die Richtung, ne? Klickt das nicht einfach automatisch durch? Ich muss die Richtung auswählen. Ja, musst du ziehen, welche Richtung es geht. Ah, okay. Dann probier mal. Was? Ohne die haben doch mehrfach geschrieben, dass man ziehen kann. Ja, ich weiß. Ich wollte es sehen. Ich wusste es auch nicht. Ich meine, ich spiel's ja nicht. Für mich sah es halt nur komisch aus. Irgendein Teil unten ist rechts, falsch. Unten rechts, unten rechts. Moment. Ah ja, das mittlere. Und der Turm unten auf. Ja, genau. Ein hoch und ein... Nein? Ja, nein? Ja, doch. Und unten... Oh ja, das da unten richtig. Ist. Ja. Ja. Es war noch nur eins, was gefühlt, oder? Ich dachte unten, das wäre auch noch falsch, aber war anscheinend nicht.
Okay. So, wir passen auf jeden Fall gut auf das Kind auf. Wo ist das Foto? Ja, die bleibt da einfach. Na, ist egal. Hat sie vielleicht gegessen. Kann ich das Foto hat haben? Bestimmt Hunger. Richtig, könnte die Uhr dich aufmachen. Nein, immer noch nicht. Ah, wir sehen die in ein paar Jahren wieder. Ja, zeilt halt alle Wunden. Ach, hier war das Foto. Wir ignorieren sie einfach. Das war gar nicht in der Handtasche. Ja, 5-4. 5-4. Allerhöchste neu im Kopf. Eisenbahn. Allerhöchste Eisenbahn. Und los geht's. Wieso ist die 4 auf manchen Uhren so? Diesmal haben wir ja unser Ticket. Das ist eine gute Frage, was soll denn das? Ja. Das ist eine sehr komische 4. Das ist auf vielen Uhren tatsächlich der Fall. Echt jetzt? Ja, auf der Layton auch. Auf zu, auf. Ich schau dir seinen Gesichtsausdruck an, nachdem ich direkt an seine Brusttasche gegangen bin, um sie auf und zu klappen. So, würden Sie so bitte damit aufhören? Also wieder mal kein Kleingeld. Sind wir wieder knapp bei Kassel? Das macht Moggy für die Achievements. Es gibt bestimmt eins bei jeder Gelegenheit auf die Tasche öffnen. Oder so. Geht ganz so noch wenn ich wieder. Was gesagt. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich hab einen Basketball als Kopf. Ja. Wer ist er denn? Was macht der denn hier? Kokosnusskopf. Ihr habt den hier nicht eingeladen. Nee. Wir fahren hier alleine so dazu. Die Schulstraße. Ah, sie kommt in die Schule. Die Schulstraße. Glaubt ihr, sie spielt Basketball im Sportunterricht? Nee, was sollte das? Ah, sie wirft den Kopf gleich weg. Oh, sie ist nicht begeistert. Ah, fuck. Nee. Bin ich zu spät? Ich meine, wir waren wieder ein paar Jahre weg und haben sie allein gelassen, also, ne? Oh. Oh. Ich nicht. Ja, wir haben noch eine Uhr für dich. Hier eine Uhr. Okay. Ja, aber ich will nur die Fotos. Okay. Was ist das für ein Müll da? Erdnüsse! So sieht's doch aus! Nur zwei Kammern. Was ist eigentlich mit Erdnüssen in Flugzeugen, hab ich recht? Okay. Ja gut, okay. Ich meine, ich will sie später noch die Erdnüsse essen. Vielleicht kommt Papagei vorbei. Ja. Ich wollte gerade sagen, wieso denn Papagei? Mögen wir nicht Erdnüsse? Das ist kein Foto. Ah, Papierflieger. Nochmal links und rechts oben. Ja. Oh. Ah. Okay. Bewerfen wir sie einfach damit. Oh, wir schießen die Nuss runter mit dem Flugzeug. Dachte ich auch, aber nein. Schade. Ich glaube, das Flugzeug ist abgefahren. Werfen wir auf den Vogel da oben. Boah, der ist laut. Sind immer laut. Richtiger Vogel. Ich hab kein Bier. Nerd. Ich wusste, dass der Versager den Papierflieger abkriegt. Nee, gib mir uns das Buch, Nerd. Sam ist in Johnny verknallt. Oh, wow. Tess hasst Würstchen. Frankie hat etwas von Alex geklaut. Bobby hat Angst vor Flugzeugen. Jimmy hat eine Erdnussallergie. Ah, ja. Oh, okay. Wir müssen herausfinden, wer ist. Das ist Jimmy. Stand da. Wer hat dann Angst vor Papierfliegern gehabt? Ach, Bobby. Du meinst, aber wie sieht der aus? Warte, geh nochmal rauf. Da steht doch das Jahrbuch. Da sind doch die Bilder rechts. Bobby ist der da unten in der Mitte. Ja, der Orangehaarige. Nee, müssen wir zuordnen, wer ist. Ja, okay. Deswegen müssen wir die Sachen, wir werfen jetzt Papierflieger auf alle und schauen, wer dann Bobby ist. Ah, okay. Die beiden haben nicht auf Papierflieger reagiert. Probier erstmal die Erdnussallergie. Aber du hast nicht alle probiert, oder? Nee, wir suchen ja auch nur nach den Jungen. Probier mal die Erdnussallergie. Die Erdnuss ist gerade, die habe ich gerade nicht da. Machen wir eins nach dem anderen, wir müssen dich übertreiben. Aufsägen. Yeah. Ih, das Geräusch. Mave, schnell, leg besser ein Handtuch auf den PC. Du hast dein Brustwasser verschüttet. Oh nein, nicht Ferdi Fuchs. Oh, ist ja wirklich Bobby. Bist du Bobby? Bist du Bobby? Ja, vielleicht sollten wir das bei allen ausprobieren. Nimm mal die aber Bobby kann doch auch ein Mädchen sein. Ja, ja. Ich meine, ich wüsste nicht, was der volle Name wäre, aber... Roberta. Ja. Stimmt. Ja, das war einfach. Oh gut! Okay. Wenn wir schon dabei sind. Hör auf, den Leuten Würstchen auf den Kopf zu legen. Das erinnert mich an das Buch mit dem Maulwurf. Oh ja, wer hat der auf den Kopf gemacht?
kann mich nicht erinnern. Sie, sie sieht nicht mehr begeistert aus. Sie ist müde. Ist okay, Johnny. Richtiger Johnny. Oh, oh. Ich glaube, das ist Jimmy. War Jimmy gegen Erdnüsse allergisch? Hätte ich gesagt. Ich glaube, der hat vor gar nichts Angst. Das schon mal ja. Zuordnen ein bisschen. Okay, ja. Oh, okay. Was ist das? Er ist ein Vogel. Eindeutiger Vogel. Kannst du es auch? Wunderschön. Wollen wir das schon mal zuordnen, Mogi? Ja. Nee, Mogi möchte nicht zuordnen. Nee, ich wollte nochmal einen Klick schauen, ob jemand vielleicht was auskotzt oder so. Entschuldigung. Jetzt ja, mich doch gut, mal nicht. Ja, Entschuldigung, angenommen. Ich wusste, dass du das alles merken kannst. Fudi hat aufgeschrieben. Bobby hat Tess hasst Würstchen. Das ist nicht Hank, das ist Tess. Das ist Tess, ja. Sie ist Bobby. Die ist Bobby, ja. Ja. Mickey Maus ist Bobby. Bobby? Mickey Maus. Sam ist in Johnny verknallt, das ist noch ein großes Rätsel. Bobby hat Angst vor Flugzeugen. Jimmy hat und eine Jimmy, ja, Johnny ist Jimmy. Also in der Mitte. Unten rechts. Sam. So? Nein, Sam ist Jimmy. Was? Du sagst, Johnny ist Jimmy, hä? Du hast doch gesagt, er sieht aus wie Johnny. Da, der. Ja, genau. Ja, aber du kannst doch nicht einfach Johnny sagen, wenn der Name Johnny hier auch ist. Jimmy. Ich wusste nicht, dass der Johnny da steht. Ich dachte, ich tausche jetzt Johnny mit Jimmy und Nee, nee. So, okay. Wir einer ist immer allein. Angst vor Flugzeugen. Ah ja, der ist alleine. Moment, Laura ist ja Laura ist unser Girl. Das kannst du schon mal eintragen. Ja. Und wir wissen, wer immer alleine ist. Ja, Laura, unser Girl. Laura ist unser Girl. Denke ich ja. Wieso? Aber ja, Frank hat doch was von Ice geklaut und sie hat gesagt, dass das ist aber Laura. Ihr Foto geklaut wurde. Das ist aber wir Laura. Kennen doch unsere Laura. Wir wissen das doch, wer unsere Laura ist. Das ist doch das Mädchen. Ja, aber sie ist sowohl immer allein, aber es wurde ja auch was geklaut. Ja. Ja, aber nicht von ihr. Naja, doch schon, ihre Fotos. Die sind Fotos also heißt, geklaut, also heißt unser stimmt. Girl Alex oder was? Ja, ich denke schon, dass es Laura ist. Hä, es kann Laura sowohl Laura als auch Alex sein, es spricht beides dafür. Na, es ist 50-50 an dem Punkt. Oh, wir haben sie doch schon Laura genannt, bevor wir hier waren. Als sie ein Baby war, wurde sie Laura halt genannt, deswegen. Okay. Ja. Der Frank. Aber stimmt, das haben wir uns aber Mogi hat auch schon. Aber Mogi hat recht, sie sagte, dass ihr was geklaut wurde. Aber ich dachte, wir haben uns Laura haben wir uns doch für sie ausgedacht, dachte ich. Nein, das wurde am Anfang gesagt. Das hat die Frau gesagt, ja. So. Pass auf, den Namen kennen wir. Kind Laura. Okay. Funny. When is that metro coming? Das ist irgendwie komischer Ton bei ihr. You look funny. Bisschen von der Zuneigung her finden wir hier nicht viel raus. Ja. Aber vielleicht wurde ihr ein Ohrring geklaut. Sie hat nur einen Ohrring. Ja, oder das ist ein Statement. Das ist ein Statement, ja. Jetzt die Frage. Wie kriegt man die anderen Sachen raus, auch das mit dem Verknallt? Lock das mal ein mit dem geklaut. Das finde ich erstmal nicht doof. Ja, und Dings steht immer dass allein. Dass sie Alex ist? Ja, genau, der Nerd ist immer allein. Nee, Laura ist immer allein. Der ja, Nerd stimmt, und Laura ja. Sind immer allein. Aber er heißt eher nicht Laura. Was wollt ihr jetzt einloggen? Warte, Cloud? Die bei Sam ist, das ist dann... warte mal, wem wurde was geklaut? Frankie hat etwas von Alex geklaut. Also ja, dann ist sie Alex vielleicht. Hier mit genau dem O-Ring ist Alex. Genau, mit dem O-Ring. Eventuell. Und wer hat den anderen O-Ring denn? Frankie. Wer ist Frankie? Frankie. Gute Frage. Kriegt man die anderen Infos raus? Hat irgendjemand irgendwie einen O-Ring in der Hand oder so? Das was irgendwie... Oder eine, so eine Tasche oder so, dass man es so erkennen kann? Mhm. Oh, sie hat noch Taschen zu. Ja, hier, Taschen, genau. Ja. Oh, sie ist wirklich Frankie. Genau so. Ja, dann das können wir so lassen. Ja, wir haben echt, sie ist schon richtig. Ja, sie ist schon richtig. Ich steck den Würstchen in die Tasche. Wer hat das Würstchen reingetan? Wie finden wir aber raus, wer verliebt ist?
ganz schönes Minimap. Das ist eine sehr gute Frage. Na, es bleibt mir nicht mehr viel übrig. Es bleibt dann nur der hier rechts übrig. Oh. 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 Aha. Oh. Oder so. Lockenkopf und, Also Superkin. Nerd und... Sam ist in Johnny verknallt. Okay, Hank muss zu Sam. Hank und Johnny. Und der Hank muss zu Johnny. Ja. Yeah. Ist der Typ, der vor uns steht, Hank. Ja, yeah. Ja, genau. Ach so, ja, genau. Stimmt, no. Ich hatte einen kleinen Fehler. Er hat deine Brille auf. Hier ist eine Erdnuss. Ja, noch, noch eine Wurst vielleicht? Das war übrigens, noch? Der Sound war in-game. Oh, er will zu seinen Bullies. Er hat die ganzen Infos gesammelt. Ich habe vorher erst das Würstchen, das sehr vielen Leuten auf dem Kopf lag. So ein bisschen Haare kleben noch dran. Na, vielleicht mag er das. Das ist bestimmt drin, auch in der Tasche drin. Das ist du, ein bisschen Taschenbillard spielen? Oh, dankeschön. Den wollte ich auch gerade noch essen. Er hat dir seinen Wurm aus der Tasche gegeben. Oh. Nice. Nein, ich kaputt. Oh. Was? Was? Die Tasche. Er hat die Tasche fallen lassen dadurch. Das hat Mogi schon gesehen. Der Mogi ist nicht blind. Oh. Hui. Erinnerst du dich, als du gesagt hast, wir hätten eine Zigarre? Der ist sie wirklich. Mhm. Wo ist das Baby? Das! Wir können den nicht eins. Oh, können wir die Zigarre also, Lolli, anspitzen? Lolli Spitzer und dann Zigarre. Die aber wohin? Weiß ich auch nicht. Aber ist das die. Ist das China. Ein Hint für unser. Kannst du da auf dieses, auf die Lösung mal klicken, auf dieses, die drei Punkte? Nee, warte, das ist kein Geodreieck, wie heißt das? 2, 1, das ist einfach 4. Ein rechter Winkel? Das ist kein rechter Winkel. Da ist ein rechter Winkel, klar. Wie ist so ein Winkel. Oh, die halt. Länge, du kannst ausmessen, wie lang die sind, und das ist die Zahl ah, dann. Ah, ja. Okay, ein Spitzer ist 3. Ach so. Lolli ist... 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7. Genau, 7 ist das erste. 7... 3. 4. Oh, 4. 7, 4, ja genau, 7, 4. 7, 4, 7. 2, 3, 4, 7, 4, 8, 6, 7, 8. Es irritiert mich immens, dass ihr nicht oben anfangen zu messen. Ja, es hat mich auch verwirrt. Was? Aber ist egal. Du hast am ersten Stich wird schon stimmen, bestimmt. Ja, es wird schon stimmen. Aber, Ich war auch nur verwirrt. Du hast nicht da angefangen, wo man im echten Leben anfängt zu messen. Da stehen noch keine Zahlen drauf. Nee, aber die 0 ist doch da an der Kante eigentlich. Musst du auf den Kopf drücken. Oh. Falsch? Oder ihr habt wirklich falsch gemessen. Ja, so. Es ändert ja nichts. Ach so, ja. Nee, es ändert nichts, ich weiß. Dann ist alles eins weniger. Das macht alles eins weniger. Ja. Ja, doch, dann hatte ich doch recht. Okay. Ja. Hä? Wie habt ihr denn dann gezählt? Also, okay. Oh. Oh, oh. Oh. Wir sind der Vogel. Hey, das sind die Fotos. Das ist Laura. Ja, die können wir Laura geben. Du hast Lauras Fotos geklaut, du Arsch. Naja, er hat bekommen, was er verdient. Ja. Ah ja. Bitte auf den Kopf. Oh. Bitte. Ich glaube, das sind die drei Fotos, die wir... Sehr oh geschehen. Gott, das sind die drei. Oh. Ah, ja. Nee, die Uhr hast du auch noch, aber die willst du nicht haben. Your train arrives at 2:45. Oh, danke. Oh, 14:45. Okay. Viertel vor drei. Fuck. Was mit den Rätsel hier? Hier los. Achso, wir brauchen das Ticket. Ja. Stimmt, wir brauchen das Ticket. Nein. Sollen wir damit irgendwas oder? Ja, man kann hoch und runter fahren. Wir wollen den Pfeilen folgen, vielleicht, dass wir alle Felder dann öffnen, ja. Auch links und rechts fahren. Ein hoch. Nein, du musst da nach oben, glaube ich. Ein hoch. Achso, man fängt irgendwo an, ja. Klick. Was? Hier ein hoch. Klick mal unten rechts an. Und der zeigt jetzt einen nach. Und jetzt nach einen nach links. Also machst du den daneben, der zeigt einen nach, einen nach oben. Ja. Und der macht zwei nach links. Eingefolgt. Ach, zwei nach links. Und dann zwei nach oben. Ah, okay. Einen nach rechts. Nein. Mach nochmal, wie hat eben. Ich meine, ihr könnt auch alle durcheinander rufen, das ist okay. Zwei hoch. Und jetzt einen nach rechts. Ja.
Und nicht dann einen drei runter? Nein. Und jetzt drei nach unten? Aber warum ist dann Pfeil nach unten da? Ja, das um dich zu noch verwirren. Nee, das kommt noch. Hm. Drei nach unten. Genau. Dann jetzt einer nach links. Ja, gut. Ja. Ich glaube, das war, ja. Weil wir, es gibt nur die eine Lösung. Nein, die sind zum Verwirren da. Nee, die andere ja. Richtung. Nein. Und wenn man da aber richtig hingeht, dann weil kann man nicht in die falsche Richtung gehen. Ja. Viertel vor drei. Ich weiß, was ich machen werde, wenn der Zug ankommt. Dem Schaffner in die Tasche gucken. Irgendwann ist da eine Mausefalle drin. Oh. Der Gesichtsausdruck. So, der Taschendieb wieder. Ich verzieh mich dann mal. Tschüss. Ein paar Jahren. Lauri, bis dann. Lass dir gut gehen, meld dich mal, schreib Briefe. Ihr geht's gar nicht gut wahrscheinlich. Nee, der geht's gut, alles kein Problem. Ist die Mutti. Also. Okay, Johnny. Dieses Schweigen hast du verdient. Ja, die Mutti ist nicht mehr da. Vogelbrücke. Ist das schwer, wirklich so kurz, dass es nur diese paar Sachen hier gibt? Wir werden wahrscheinlich dann noch zurückgehen können, weil beim ersten haben wir, glaube ich, nicht alles gemacht. Meinst du? Ich habe keine Ahnung, wie lange es geht. Ich auch nicht. Hallo, Laura. Bleistift. Wurstscheibe. Wurstscheibe. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Scheibe Wurst. Und das war so. Oh, warte, ich will eigentlich... So eine habe ich heute gegessen. I have to finish my sketch. I have to finish my sketch. Okay, jetzt ein Stift. Ja, dann doch den... Okay, sie schon immer blaue Augen? Ja. Ah, sie will den Stift in der Hand haben. Oder sie will die Wurstscheibe in der Hand haben. Oh nein, Moggy. Du hast es kaputt gemacht. Du kannst mit der Wurstscheibe radieren. Moment, warte, was? ja, okay. Ach, das hat Mogi gar nicht gemalt, das hat das Spiel gemalt. Nee, ich hab das gemalt. Mogi war egal. Das ist auf Aussicht, dass man einfach nur irgendwas hinkritzelt. Egal, was man malt, es wird eine Schnur. Er wusste es von Anfang an. Er war smarter als wir. Gibt so viel Sinn aber auch. Der Zug ist so laut, ich höre nichts. Das zeichnet gerne ihre Erinnerungen. Imbiss! Ey, der saß gerade im Zug. $50! Was ist mit der Inflation passiert? Bulli muss sich jetzt wieder über den Donut freuen. We have fresh sandwiches and the most delicious coffee. Der Typ saß vorhin mit uns im Zug. $50! Stock. Ja, das ist ganz normal, dass da ein Stock rauskommt. What is das Brown? Aber warum kann ich mit dem nicht weiter interagieren? Da ist ein Baum gewachsen unten. Vielleicht musst du was in den Goodie werfen. Oh ja. Und jetzt die Wurstscheibe ran und wir haben es fehlt noch ein Haken. Da ist noch ein Haken an der Sache. Oder ein Kaugummi. Joho, oder ein Magnet. Joho. Magnet könnte auch dran. Jetzt geht's los. Da ist eine Fliese kaputt. Kann gut erstmal. Für den Anfang. Ja, aber wir kommen zurück, wenn wir die Noten haben. Hast du ein paar Noten? So, ne? Willst du eine Wurst? Bisschen als Mundstück. Oh, die will eine Wurst. Ich weiß, wer eine Wurst will. Oh nein, okay. Ach, oh Junge. 1, 2, 3. Okay. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ganz schön schnell. Aber man kann, 1, 2, 3. Und kannst posieren. Will ich nur eins? Okay, warte. Titel 16. 32. 1, 2, 3. Wirklich, das ist... Das hätte man zufällig. Was ist das Rätsel? Das ist halt der Grund. Was? Oh yeah, ich bin froh, dass wir hier sind. Ich dachte, oh nein, Moment, der scheißt sich ein. Muss ich. Oh, das ist der Fisch! Hallo, kleiner Mann. Fischkopf. Das matschige Geräusch. Wo kommt der denn her jetzt? Wo ist der gelandet? Irgendwem auf dem Kopf, oder? Oh, Laura. Im Gulli wahrscheinlich. Oh nein. Wenn wir eine Zigarette haben, weiß ich, was wir machen müssen. Oh nein. Ja, gib den Haken. Jetzt können wir was anderes angenehm. Morgen machst du dich jetzt erstmal ein Sushi. Ich wollte jetzt deswegen. Das ist eine kaputte Fliese? Gibst du erstmal einen Rollmops? Na, keine Zeit für die Fliesen. Die Muschi steht auf Sushi. Johnny, bitte.
Gibt es ein Zitat aus Madagaskar? Das ist auch oh. Aha. Hey! Der hat meine Wurst geklaut. Ja, ist echt so. Aber da ist okay. Schön, zu Hause. Dankeschön, Mann. Neben der Mutter. Ich dachte, Johnson, Johnson stellt ein. Also, Johnny hat auch Karriere gemacht. Wir stellen ein. Bewerben Sie sich bei der Vogelfutterfabrik Johnson. Wir garantieren ein freundliches Team, ein aufregendes Arbeitsumfeld. Natürlich, es ist schließlich die Vogelfutterfabrik. Wie soll es nicht aufregend sein? Ja, tägliches Absetzen bei der Station Vogelbrücke um 5 Uhr. 5 Uhr. Geben wir das jetzt Laura, damit sie sich bewerben kann? Donnerstag. Laura kriegt einen Job. Oh. Nee. Also wir haben schon mal die Uhrzeit, 17 Uhr. Ja. Aber wir haben noch kein Ticket. Nee. Wir haben auch kein Geld. Die Säge ist bisher auch noch sehr nicht nützlich. Können wir mit der Uhr bezahlen beim Imbiss? Nee, hast du hier schon versucht, Laura die Uhr zu geben? Ja. Okay. Auf jeden Fall hat der Schaffner für uns Geld, damit wir einkaufen können. Ja, er hat da was. Herr Schaffner, kann ich meinen Puffi haben? Da kommen ganz schön viele Leute von der Firma, die wollen alle von der Vogelfutterfabrik. Die tragen alle Hüte und sind auch nur Männer. Eine richtige Salami-Party hier. Kein Wunder, dass wir so viele Würstchen hier finden. Siehst du den da ganz rechts? Mit dem Bart? Das könnten die sein aus dem... Den? aus ihrer Kindheit. Kommt mir nicht bekannt vor. Und einen roten Hut. Der rote Hut. Es gibt einen, der trägt keinen Hut. Oh, was sagen nochmal die ganzen Krähen aus Head in Time? Das ist einfach nur Cluedo an dem Punkt. Da ist der rote Hut. Brauner Koffer. Ey, der eine ist richtig geheim. Sehr schön. Mach wieder mal die Krähen aus der Head in Time. Ne? Greif in meine Tasche, oder? Das kannst du gut. Das ist eine Falle. Nein, seine Jacke. Hä? Oh. Ach, da, die Tasche. Achso. Der Mann mit dem Helm sucht seine Brille. Den Mann mit dem Helm habe ich gesehen. Er ist ein guter. Der ist schon in der Arbeitsstimmung. Ein lächelnder großer Mann. Hier ist jemand, der lächelt. Was ist mit dir eigentlich? Stimmt. Kenn ich den? Stimmt der so... Da ist er! Aber den Links kennen wir. Den kennen wir aus meine Tasche, ja, Mann. Ja. Moggi, den kennen wir aus der anderen Folge, in der Mitte hier, oder? Der braucht eine Krawatte. Ja, kann gut sein. I've seen her before. Ja. Oh, die werden ein paar jetzt. Okay. Lauf weg, let's go. Das reicht nicht für einen Kaffee, oder? Doch, das reicht für einen Kaffee. Aber nicht für einen Sandwich, ne? Siehst du den Geheimagenten da? Ja, noch ein Sandwich eigentlich. You have a cigarette. Nee. Eine Kippe. Noch nicht. Wer braucht eine Krawatte? Der. Fully, was sagen die Krähen aus der Head in Time nochmal? Die meint so... Ach ja, und dann lachen die so. Ja, ja. Ah, ich hab an den Zugführer gedacht, mit dem Mier. Was ist nicht mit meinem Zwillingsbruder? Oh, warte. Der Rotbärtige. Das ist der Moggy. Ja, das ist Moggy. Bist du? Oh, okay. Das würde Moggy in Wirklichkeit auch sagen. Der. Feuerzeug. Was war Feuer? Oh, sind sie wieder weg? Der Zug fährt ab. Der Zigaretten-Typ ist auch weg? Ich will einen Kaffee und ein Sandwich haben, bitte, Mann. Nee, ich trau mich nicht selber rüber zu gehen. Ich hoffe, damit ist... Ja, der ist da. Ja, der ist da. Vielleicht kriegen wir eine kostenlose Zigarette. Beim Kauf von einem Sandwich und einem Kaffee. There you go. There you go. Sandwich. There you go. Donuts sind wirklich insane teuer. Das zählt nicht als Sandwich an dem Punkt. Das ist einfach nur ein Toast. Ne, noch nicht. Oder Kippe. Also, kriegst du ein Sandwich? Yeah, eine Stulle. Hey, was? Das ist ein Zwieback oder so. Nee, da ist Haare drauf. Oh, warte mal. Oh, ist da eine Zigarette drin?
Ja, oder wir müssen was drauflegen, was besser ist. Aber das Toast sieht so haarig aus irgendwie. Ah, doch. Aha. Mann, Würmer also. Und dafür hat man 10 gezahlt? Ja, jetzt hätte ich das $10 gezahlt. Jetzt sieht das eigentlich wieder lecker aus. Weg. Oh nein. Ja, das ist ein Wurm. Der Wurmi. Einer windet sich noch. Da ist einer, doch einer. Noch einer. Immer wenn man einen entfernt, kommt das noch einer dazu. Das kreucht und komm. Viel besser. Hört ihr die Kaffee? Regenwürmer husten? Und Fully, was wird im Kaffee drin sein? Was denkst du? Scheiße. Brotkrümel. Das scheint nicht die Enten füttern. Erinnert sie sich an mich? Du bist der Typ, der das so wurmverseuchte Sandwich gefressen hat. Ich hoffe, dass sie sich nicht an dich erinnert. Thank you. So sauer. Er hat die ganzen... Oh, wie hält sie denn die Tasse? Eier von den Würmern gegessen. Liegen die Eier? Ja, okay, da ist die Zigarette drin. Fully, hast du den Schlimmeres. Geräusch gemacht? Nein. Wer hat was gemacht? Fühlt auch gerade aus seiner Tasse. Hat auch gerade aus seiner Tasse. Nee, nee, aber ich hätte Lust auf einen Kaffee. Und eine Zigarette? Oh, dann hast du sogar noch ein Feuer für ihn. Ich weiß nicht, wie die jemals wieder brennen soll. Ja, ein bisschen, das dauert ein bisschen. Die muss jetzt noch getrocknet werden. Thanks. One last question. Ja. Wo drüber? Hast du Hunger? Hey! Hä? Er hat die Uhr geklaut! Du Dreckiger! Oh. Und dabei waren wir schon so groß. Aber die Uhr war wichtig. Tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Hier ist eine Büroklammer für dich. Ich bin Meister im Schlossknacken. Wir sehen da diese Striche. Vielleicht willst du die nachmachen. Also direkt neben den Kabeln. Oder? Ja, ich überlege noch. Ein bisschen noch, von Nachbarn, Nee, man will nichts nachmachen, man will. Ich glaube, Maeve. Nein, die linken. Links die 3 ist die erste Zahl, in der Mitte die 3 sind die zweite Zahl und die rechts die 3 sind die letzte Zahl wahrscheinlich, oder? Genau. Du willst die 5 bilden, indem du. Wobei, geht gar nicht, ne? Rechten oberen verbindest, genau da. Und, nee. Doch. Nee. Hä? Oh, Moggy war gut. Anscheinend. Ach, müssen wir mal machen, die Rätsel. Weit habe ich noch gar nicht gedacht. 9. Okay, jetzt verstehe ich es nicht. Du musst die ich habe sogar ein bisschen falsch gedacht, ja. Oh, das ist okay. Moggy war uns einen Schritt voraus. Der Mögi, der macht Moggy das. Moggy ist ja auch ein Rätseltyp. Scheinbar. Er sagt immer, er ist nicht. Er sagt immer, er ist nicht, aber er ist eigentlich schon. Warum? Er sagt immer, er ist nicht. Manchmal sagt Mogi, dass ich in so Spielen fühle, oh, da wird zu viel gerätselt. Ja, ja. Also nicht, dass man Lust drauf hat, nur weil man es kann. Nee, ich bin auch wirklich. Aber letztens hat er angefangen, so Rätselteile ein bisschen zu spielen und der fand's gut. Nee, ich bin wirklich nicht gut in sowas. Ach du. Wollte gerade sagen, wie oft machen wir das jetzt noch? Ich glaube, es ist fertig. Das ist wie Bombkorb. Muss jetzt hier 1000 Bomben entschärfen. Was haben wir aber jetzt gemacht? Hast du auf den Lautsprecher gedrückt? Wir haben die Lautsprecher angeschaltet. Wir müssen zum Lautsprecher. Was für ein Lautsprecher? Der ist da verkabelt. Lass uns mal bei der Trantüte vorbeischauen. Does she remember me? Ach, so nicht mit der Einstellung. Ich rede mit dir, du Affe. Mann, du machst mich fertig. Da oben. Oh. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kann ich mir merken. Und keine Fehler macht. Ey, der hat gewandt. Der hat voll gut gewandt. Oh yeah! Was kommt diesmal raus? Ein Ticket? Ihr dürft euren Zeigefinger gern ein bisschen mitschwingen. Das groovt. Für die Brotkrümel musst du noch kommen, oder? Ja, Maeve. Da haben wir sie. Ist das ein Brotkehlchen? Ein Brotkehlchen. Süß. Redest du mit dem Vogel oder? Ich glaube, du meinst den Vogel. Irgendwie schon. Der arme Typ. Oh, was war das? Yeah. Der scheißt was raus, oder? Nee. 3, 3, 1, 3, 1, 1. Ja. 3, 3, 1, 3, 1, 1. Ja.
Yeah. Was ist denn noch alles drin, Kollege? Salz in seiner Lunge. Das ist Raucherlunge. Da kommt eine Menge Zeug raus. Fisch, Vogel und... Ticket! Mit Hand! Oh. Hand. Hm. Dankeschön. Naja, da, kannst jetzt gehen. Danke, denke ich. War's dann noch, ne? Ne, der kann nicht mit uns reden, okay. Wir haben ihm auch kein Geld gegeben übrigens für seine ganze Vorstellung, aber das ist okay. Naja, wir haben ja auch gespielt. Ne, wer kann ihm kein Geld geben, aber wenn du jetzt zu jemanden sie am Bahnhof siehst, der... Er hat einen Fisch, hallo? Den kann er behalten? Der kommt von ihm. Und die Töne kamen von uns. Die Töne kamen von uns, ja. Wir haben uns Lieder von ihm gewünscht. Und wir haben ihm trotzdem nichts gegeben. Kannst du nicht drei Lieder für mich spielen? Oh ja, das grooved. Danke, Mann. Dann gib ihm die Büroklammer. Dann hat er mir sowas. Hier, die Tasche kannst du behalten. Lass stecken. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen... Das war Rusty Lake. Nee, warte, der Zug ist gar nicht da. Der Zug ist auch nicht da. Wir haben gleich die Uhrzeit, stimmt. Weil man kann ja auch noch einen Donut kaufen. Donut, bitte. Weil wir sind vielleicht auch noch nicht ganz fertig. Bestell mal den Donut, bestell mal den. Achso, hier geht's weiter. Können wir an ihr Buch? Die hat da so ein Buch. Oh. Nee, das hatten wir schon. Ja. Ja, das hatten wir. Ja, das Buch. Hat sie Geld im Buch gebunkert? Laura Wanderboom. Wanderboom. Aha. Oh Gott. Oder Laura van der Boom. Zwei. Würde ich dir sagen. Mhm. Drei, vier. Ah, das sind Seitenzahlen. Oh. Okay. Oh. Mhm. Die vier war hier wieder so. Wie auf der Uhrzeit. Ja, ah, ja. Das stimmt. Das ist eine schöne Zeichnung von dem Vogel. Das ist holländisch. Ja. Vielleicht. Ich glaub, ist das wirklich römisch. Ein holländisches Ding? Aber vielleicht ist das halt so eine einzige... Okay. Wir hatten... Wo war das bei der 3 und bei der 4 hatten wir? Es wird Zeit. Der Große zeigt zum Baum und der Kleine nähert sich der schwarzen Seele. Okay. Zum Baum, schwarze Seele. Großer Zeiger ist Baum. 9. 9. Kleiner Zeiger ist Seele. 3. Nein, 4. 4. Nee, 9 Uhr 20. Ja. Was? 9:20 Uhr. Bisschen zurück. Nee, warte, nee. 9. Nee, vorwärts. Der Kleine war doch eine 4, oder? Ja, also ja, 20 Minuten. Ja, wir sind 9:20 Uhr. Nee. Andersrum, nee. Genau. Warum 9? Nein, mach den Kleinen auf die 4 und den Großen auf die 9. Achso, dann 4:45 Uhr, oder wie? Was? Ja, doch. Ja. Kleiner auf die 4, Großer auf die 9. Große Zeit zum Baum, der Kleine nähert sich der schwarzen Seele. Ja, der Große ist ja der Minutenzeiger. Also 4:09 Uhr. Ja, ja, stimmt. Deswegen ach so, ich mir ja, auch, ich hab beim deswegen war ich auch sehr verwirrt, wie ihr... Ja. Okay. Entschuldigung. Vielleicht bin ich doch ein Rätselgenie. 9. Der Große auf die 9. Der Kleine auf die 4. Der Kleine auf die 4. Das ist Rätselgenie. Okay. Ja, aber das war doch genauso richtig wie es das ist andere. Aber eigentlich jetzt, Ich muss nicht ineinander kommen. Nee, Viertel vor 4. Stunden, ja, okay. Es ist ja beides das richtig Das ist aber gewesen. Falsch. Nein, es ist beides richtig gewesen. Weil der ja jeweils halb davon wegzeigt. Nee, ich denke, es hätte Viertel vor 5 sein müssen. Es hätte Viertel vor 5 sein müssen. Der kleine Zeiger ist doch jetzt näher an der 4. Als nein, bei, ist der mir egal, ist mir egal. Ist mir egal, es gibt ja, aber verstehst du? Haltet doch bitte die Klappe! Ich mach doch gar nichts, das Rudi macht das absichtlich. Es gehören immer zwei dazu, okay? Ja. Ja, aber Rudi hat doch aus Scheiße. Und es sind immer dieselben zwei. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr dachtet, das war gerade echt. Okay, und dann würde ich sagen, was uns in der Zukunft erwartet, dann sehen wir beim nächsten Mal. Um 4:09 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. 4:09 Uhr. Ciao. Ich hoffe, du stellst es. Stellst das Video denn um? Also es war jetzt 3:45 Uhr. 15:45 Uhr, sowas. Ja.